Ja, da hat uns denn die Ärztin gefragt, ob wir ihn erlösen wollen. Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Meine Mutter ist heute wieder vor der Kamera. Ja, mich kennt ihr inzwischen. Genau, und zwar wollten wir euch einfach mal eine Geschichte von Muffin erzählen. Und willst du anfangen? Ja, und zwar war das Anfang des Jahres, das war glaube ich auf dem Samstag. Mia war zu dem Zeitpunkt noch nicht da, die war irgendwie bei einer Freundin. Und mein Mann und ich, wir hatten auf der Couch mit Muffin so ein bisschen gekuschelt und so, alles war gut. Und so circa, ich weiß das gar nicht mehr, eine Stunde später war Muffin auf einmal in der Küche und hat sich ganz komisch verhalten. Und unser anderer Hund, der ist dann gleich dahin gelaufen und ja, um halt nachzugucken, was mit Muffin ist. Irgendwie hat sich Muffin so total komisch verhalten. Der hat seinen Po hinten irgendwie so runterhängen lassen und wirkte erstmal so, als hätte er vor Spencer auf einmal Angst gehabt, was ja nie der Fall war. Und genau, dann ist Muffin, richtig gelaufen nicht, aber hat das irgendwie geschafft, in sein Körbchen reinzugehen. Und mit einmal ist Muffin wirklich so nach hinten weggekippt. Und ich hatte gedacht, weil man kennt es ja halt vom Mops, da kann man vielleicht auch, wenn Interesse da ist, nochmal ein extra Video machen. Ein Mops ist nun mal einfach, ja, ich nenne es ganz krass, eine Qualzucht. Und ich hatte damals mal gelesen von einem Hund, der echt wirklich qualvoll erstickt ist und dachte in dem Augenblick, dass Muffin das jetzt gerade passiert. Und bin normalerweise eigentlich immer ganz cool in solchen Momenten. Erst wenn alles wieder vorbei ist, bin ich diejenige, die dann echt da mit Tränen steht. Aber ich war so aufgelöst, dann sind mein Mann und ich schnell zu Muffin hin. Und dann dachten wir, wie gesagt, er erstickt. Und deswegen hatte mein Mann irgendwie die Zunge von Muffin so ein bisschen aus dem Mund rausgeholt. Und ja, aber dann fing an, Muffin Wasser zu lassen. Also er konnte sein Stuhl, seine Pipis konnte er alles nicht mehr halten. Und da war uns dann auf einmal klar, dass es wohl ein epileptischer Anfall sein muss. Normalerweise, was muss man machen, wenn der Hund einen epileptischen Anfall hat? Auf jeden Fall, was wir jetzt gelernt haben, Ruhe bewahren. Man soll ihn wirklich auf dem Fußboden liegen lassen. Man soll ihn nicht berühren. Man kann vielleicht so ein bisschen auf ihn einreden, aber sonst soll man ihn komplett in Ruhe lassen. Wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht. Wir haben ihn halt auch so ein bisschen mehr oder weniger festgehalten. Und das ging dann eigentlich so lange. Ich hatte dann eine Freundin von mir angerufen, völlig aufgelöst, habe gesagt, dass Muffin gerade einen Krampfanfall hat. Ihr Hund, sie hat auch einen Mops, der hatte das Gleiche. Na, die ist dann gleich zu uns gekommen und wir haben dann bei einem Tierarzt angerufen, der meinte, ja, es sei wohl alles nicht so schlimm, man soll erstmal abwarten. Ja. Und nach einer halben Stunde, also man muss sich das so vorstellen, bei Muffin war das so, es ist halt leider nicht immer der gleiche Fall. Bei Muffin war das wirklich so, dass er nach einer halben Stunde immer noch gekrampft hat. Er kam einfach aus diesem Krampfanfall nicht raus. Daraufhin haben wir nochmal beim Arzt angerufen und er meinte, ja, manchmal dauert das länger. Ja, und dann sind wir in die Tierklinik gefahren. Und hätten wir das nicht gemacht, wäre Muffin auf jeden Fall gestorben. Ja, in der Klinik angekommen, stellte sich dann heraus, dass Muffin 42 Grad Fieber hat. Daraufhin hat die Ärztin ihn nass gemacht und ja, wirklich einen Ventilator auf ihn gerichtet, weil halt diese hohe Fiebertemperatur extrem gefährlich ist. Dann hatten sie ein Röntgenbild von ihm gemacht, erstellt, und da haben sie dann halt auch festgestellt, dass er seine Lunge halt komplett voll war mit Schleim und Sekret. Und ja, da hat uns dann die Ärztin gefragt, ob wir ihn erlösen wollen. Und mein Mann und ich, wir waren natürlich fix und fertig. Wir haben dann gefragt, ja, was für eine Chance hat Muffin? Also er krampfte zu dem Zeitpunkt immer noch. Die hatten ihn einiges an Medikamenten, fragt mich jetzt nicht was, einiges an Medikamenten noch gegeben, auch gespritzt und so. Aber das wirkte alles nicht, weil er war immer noch am Krampfen. Und die Chance stand wirklich so 50-50, dass er wirklich... Genau, dass er das wirklich überlebt.
Und ja, wir haben ihnen dann halt die Chance gegeben. Wir haben ihn da gelassen, damit die wollten auf jeden Fall seinen Kopf, ein MRT von seinem Kopf machen, weil es hätte auch sein können, dass er bei so einem krassen Fall ja, einen Tumor vielleicht im Kopf hat oder ja, irgendwas vielleicht auch in der Lunge noch zusätzlich war. Da haben sie dann CT noch von gemacht. Und ja, wir waren dann hier zu Hause. Mia kam dann auch irgendwann von ihrer Freundin. Die war natürlich auch völlig fix und fertig, weil Muffin halt ja in der Klinik war. Und ja, da mussten wir halt richtig abwarten. Gott sei Dank stellte sich dann heraus, dass das MRT und CT Gott sei Dank in Ordnung ist. Er hat aber wirklich tatsächlich nächsten Tag, also die haben ihn schlafen gelegt und immer, wenn er wieder wach geworden ist, fing er wirklich an zu krampfen. Irgendwann haben Gott sei Dank so ein paar Medikamente ihm geholfen und er hat dieses Krampfen sein gelassen, aber es hat wirklich fast, ja, kann man sagen, fast 24 Stunden immer gedauert. Ja, dann konnten wir ihn Gott sei Dank wieder abholen. Wir können auch auf jeden Fall, wir haben auch ein paar Videoaufnahmen, wie sich Muffin dann angehört hat. Das war wirklich ein Albtraum. Er hat ganz schlecht geatmet und wenn man fragte auch, sind die sich sicher, dass die uns jetzt schon mitgeben können? Aber ja, im Endeffekt zu Hause hat er natürlich noch mal eine etwas bessere Betreuung. Und Muffin musste tatsächlich ja lernen, auch wieder. Ja, also er konnte die erste Zeit gar nicht laufen. Wir konnten ihn wirklich nicht loslassen. Ist er gleich umgefallen. Ja, genau. Wie hattest du das denn noch so in Erinnerung? Ja, nicht so wie du. Ja, wie gesagt, also ich war ja bei einer Freundin und ich wusste das ja gar nicht. Weil ich kam ja auch erst am Sonntag zurück. Und ja. Ja, wie immer. Es ist natürlich dann immer am Wochenende. Genau. Ne? Wenn was ist, dann am Wochenende. Wo schön Notdienst ist und so. Genau. Ganz ich meine, man ist ja froh, dass es überhaupt Notdienste in manchen Tierkliniken gibt. Aber ja, wie gesagt, wenn es ist, immer am Wochenende. Ja. Ja, nun ist es so, dass Muffin Medikamente bekommt. Er ist darauf jetzt inzwischen genau perfekt eingestellt. Dazu gehört natürlich, dass man regelmäßig zur Anfangszeit noch regelmäßiger zu den Blutkontrollen muss. Dort wird dann halt einfach geguckt, dass ja erstmal der Medikamentenspiegel, der muss immer einen gewissen Wert haben, dass der in Ordnung ist. Dann wird halt die Leber kontrolliert und so weiter, weil halt diese Medikamente auch auf die Leber schlagen können. Aber inzwischen er ist gut eingestellt und ja, kann auf jeden Fall wieder alleine laufen. Das ist auch. Bekommt morgens und abends immer seine Medikamente. Genau. Und wir haben hier auch ein Notfallmedikament. Stimmt, genau. Falls es quasi nochmal passieren sollte, was man ja wirklich nicht hofft. Nee. Aber es kann natürlich immer passieren. Genau, das Notfallmedikament, ja. Ja. Das ist quasi so eine Tube, die haben wir immer dabei. Die wird halt, wenn er krampft und der Krampf wirklich länger als 5 Minuten dauert oder er halt wirklich mehrere Anfälle auf einmal wieder kriegt, dann dürfen wir ihm dieses Notfallmedikament geben. Das wird halt ja rektal eingeführt. Ist halt so, so eine kleine Tube, aber Gott sei Dank brauchten wir das bis jetzt auch noch nicht. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ja, das hoffen wir auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall ist gut eingestellt schon und ja. Genau. Ja, dieses Video soll ja einfach nur eine reine Information sein für Leute, die vielleicht auch Hunde haben, die an Epilepsie erkrankt sind. Oder einfach auch nur mal zur Vorsicht und dass man wirklich weiß, ja, vielleicht was man machen sollte. Wie es weitergeht, dass es nicht immer heißt 50-50 Chance, dass es nicht immer schlecht ausgeht, sondern es kann auch echt gut ausgehen. Also dass man da auf jeden Fall versucht, positiv an die Sache ranzugehen. Wir hatten ja auch mit Muffin auch tierisch Glück. Also die haben uns ja auch angerufen, meinten, wir können Untersuchungen jetzt noch nicht machen, weil ja seine Lunge dafür noch zu schlecht quasi war. Stimmt, genau.
dass sie das auch nochmal verschieben mussten quasi. Wo man ja auch wirklich dachte, da wusste man natürlich nicht, ob man das schafft, ob er das schafft. Mhm. Ja, das war ja auch immer so der Hintergedanke quasi. Ja, es war sehr nervenaufreibend. Ne? Man hat sich natürlich große Sorgen gemacht und hatte natürlich auch bei jedem Anruf irgendwie die Bedenken, oh Gott, was werden die jetzt sagen? Ja. Ja, man hatte natürlich auch große Angst, dass er wirklich vielleicht irgendwie einen Tumor im Kopf hat oder so. Dann stand für uns eh klar oder fest, dann hätten wir ihn auch erlöst. Ja. Aber das war Gott sei Dank alles in Ordnung. Ja, also wie gesagt, man sollte mal versuchen, positiv daran zu gehen. Genau. Und wie gesagt, jetzt geht's ja Muffin super. Er hat ja keine Probleme gerade so. Also nicht mit jetzt Epilepsie oder sowas. Nee, er ist ja eingestellt und genau das. Was man schon sagen muss, also hatten die Ärzte auch festgestellt durch dieses MRT. MRT ist halt, wo man so in diese Röhre reingefahren wird. Und bei Muffin hatten sie halt festgestellt, dass ein Hirnlappen, nennt sich das glaube ich, so leicht beschädigt ist. Die meinten aber auch, das gibt sich wohl dann auch wieder. Und ja, also man merkt schon, Muffin ist recht normal, aber also ableihen mag ich ihn fast gar nicht mehr. Er hat früher perfekt gehört, auch aus dem Spiel raus, wenn er mit anderen Hunden gespielt hat. Ich habe gesagt, Muffin hier und er stand sofort da und jetzt ist es wirklich so, selbst zu Hause, dann rufe ich ihn manchmal, sage ich, Muffin, komm mal her und dann läuft er hier irgendwie durch die Wohnung. Manchmal rufe ich ihn auf, ich kann heute nicht mehr reden. Manchmal rufe ich ihn auch und er guckt erstmal so, Genau. Wer ruft mich, keiner hat mich gerufen, okay, dann gehe ich halt weg. Ja, ganz oft denkt er auch irgendwie, wenn einer von uns ihn ruft, dass der andere ihn gerufen hat. Wenn er das denn noch so, aber gut, ich finde trotzdem, er hat Freude im Leben und das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Genau. Ja. Genau. Ja. Werden wir noch mal ein paar Videos einblenden, vielleicht von Muffin. Hier seht ihr Muffin ein paar Tage, nachdem wir ihn wieder mit nach Hause nehmen konnten. Und also er hat echt Probleme, sich zu bewegen. Deswegen sind wir einfach immer nur kurz auf die Wiese gegangen, dass er sich lösen konnte. Haben immer versucht, ihn so ein bisschen zu stützen mit seinem Geschirr. Und genau. Und die kleine kahle Stelle auf seinem Kopf, die hat er, weil die das Fell wegrasieren mussten, um dort eine Hirnwasseruntersuchung zu machen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniert gerne meinen Kanal, aktiviert das Glöckchen, damit ihr kein weiteres Video mehr von mir verpasst. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.